Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die Zwillingsimperatoren im Tempel von Ankirei an. Bei den Zwillingen handelt es sich um den letzten notwendigen Boss vor Kathun. Wenn ihr uns supporten wollt, lasst doch super gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Um keines unserer Videos mehr zu verpassen, aktiviert doch auch direkt die Glocke. Vielen herzlichen Dank. Schauen wir uns doch erst einmal an, was diesen Encounter so besonders macht. Für Veklor und Veknilash benötigt ihr neben zwei Melee-Tanks zwei Hexenmeister als Tanks. Aber wieso eigentlich? Veklor, der Caster der beiden, ist vollständig immun gegen Nahkampfangriffe und somit nicht von einem Melee-Tank haltbar. Und im Gegenzug dazu ist Veknilash, bis auf Heiligschaden, vollständig gegen Zauber immun. Hier werden also auf jeden Fall mindestens zwei Camps benötigt. Der Raum ist aufgebaut wie ein Dreieck und sobald ihr ihn betreten habt, seht ihr vor euch auf beiden Seiten die Brüder warten. Die Grundaufstellung ist relativ einfach. Jeweils links und rechts vor der Treppe, über welche ihr in den Raum gelangt, positioniert ihr eure beiden Tankcamps, bestehend aus jeweils einem Melee und einem Hexatank. Die Heiler bleiben auf eben dieser Treppe stehen, die Caster-DDs direkt davor und die Melee-DDs positionieren sich erst einmal auf der Seite, auf welcher Veknilash getankt wird. Bevor wir nun antanken, schauen wir uns kurz die gemeinsamen Fähigkeiten der beiden an und warum diese oder ähnliche Grundaufstellungen wichtig sind. Die Imperatoren verfügen über die Fähigkeit Bruderheilen, bei welcher sie sich um jeweils 30.000 HP heilen, solange sie weniger als 60 Meter voneinander entfernt sind. Dazu kommt der Zwillingsteleport, welcher ungefähr alle 40 Sekunden gewirkt wird und bei welchem sie sich auf die jeweilige Position des anderen teleportieren. Einen gemeinsamen Health Pool und ein Enrage nach 15 Minuten haben sie ebenfalls. Es wird hier also zu einem kleinen DPS-Check vor Kathun kommen. Beim Antanken ist es nun natürlich wichtig, dass der richtige Tank den richtigen Bruder im Fokus hat. Der Hexer übernimmt Veklor und der Melee übernimmt Veknilash. Beide werden jeweils zurück auf die Anfangsposition der Tankcamps gezogen und von dort gecampt. Bevor nun der erste Teleport kommt, gibt es noch die weiteren Fähigkeiten der Brüder zu beachten. Veklors Hauptfähigkeit neben der Melee-Immunität ist der Schattenblitz, von welchem ein Teil des Schadens mit Schattenresistenz verhindert werden kann. Arkane Wucht ist eine arkane Explosion mit Knockback-Effekt, welche er zündet, sobald ein Spieler in Melee-Range ist. Blizzard lässt er, wie der bekannte Feuerregen, auf zufällige Spieler los. Dieser hat einen Slow-Effekt und tickt mit ca. 1300 Damage die Sekunde. Hier muss natürlich sofort rausgegangen werden. Seine letzte Fähigkeit ist das Käfer explodieren lassen. Im Raum selbst läuft einiges an kleinen Käfern rum. Sobald einer dieser aufbläht, habt ihr 3 Sekunden Zeit, euch davon zu entfernen, da ihr sonst direkt in deren Feuernova landet. Neben seiner Magieimmunität hat der andere Bruder, Veknilash, 3 weitere Fähigkeiten. Schlag des Ungleichgewichts trifft den Tank und reduziert dessen Verteidigungsskill um 100. Diese muss von den Tankheilern direkt gegengeheilt werden. Aufwärtshaken trifft einen zufälligen Spieler und schleudert ihn einige Meter durch den Raum. Die letzte Fähigkeit Käfer mutieren lässt alle 10 bis 15 Sekunden einen Käfer im Raum in Enrage gehen. Dieser sollte nun direkt von den Ranged-DDs gefokust werden. Die Zwillinge sind also gepult, stehen am richtigen Platz und der erste Teleport kommt. 5 Sekunden davor sollten sich die Melee-DDs bereits auf dem Weg zur anderen Raumseite machen. Andernfalls trifft euch hier die arkane Wucht und ihr werdet quer durch den Raum geschleudert. Passt hierbei auf, nicht durch den eventuellen Blizzard oder einen explodierenden Käfer zu laufen. Der Teleport ist nun durch und die beiden haben die Seiten getauscht. Nun ist es wichtig, dass direkt der jeweils auf der anderen Seite stehende Tank den jeweiligen Bruder übernimmt. Wie vorher erwähnt, gibt es ja 2 Tankcamps mit jeweils einem Hexer und einem Melee-Tank. Während des Kampfes steht einer der beiden bereit, um den Teleport abzufangen, der andere tankt, entsprechend welcher Bruder gerade auf der Seite steht. Sollte also Veknilash auf einer Seite auftauchen, übernimmt der wartende Melee-Tank den Boss an eben jener Stelle, an welcher Veklor vorher von einem Hexer getankt worden ist. Dasselbe gespiegelt auf der anderen Seite. Hier ist es definitiv wichtig, den jeweiligen Tank etwas antanken zu lassen, da sonst einer oder beide durch den Raum laufen und sich hochheilen können. Als Consumables empfehlen wir den Hexer-Tanks vor dem Kampf und bei Bedarf dazwischen einen großen Schattenschutztrank. Dazu kommt eine Schattenresistenz von 175 bis 200 unbufft. Im besten Falle sind die beiden Hexer-Tanks MD Ruin gespeckt. Allerdings kann der Kampf auch mit einer SM oder DS Ruin Skillung getankt werden. Außer den Standard-Consumables gibt es hier eigentlich keine weiteren nötigen. Versuchen wir das Ganze so kurz wie möglich zusammenzufassen. 2 Tankcamps mit jeweils einem Hexer und einem Melee-Tank links und rechts von der Treppe. Range-DDs direkt auf der Treppe und Heiler am besten auf Max-Range zu den Tanks dahinter. Nicht zu nah an Veklor stehen und auf seinen Blizzard und explodierenden Käfer achten. Den Tank von Veknilash beim Debuff direkt overhealen, beim Rückweg nach dem Knockback nicht durch Blizzard oder Käfer laufen und in Enrage gegangene Käfer direkt von Range-DDs fokussen lassen.
Bevor der Teleport kommt, Milis aufmerksam die Seiten switchen und danach die Tanks antanken lassen. Durch ihren Aggro-Reset nach dem Teleport hat vorerst der nächste sich zum Boss befindende Spieler Aggro. Die meisten Heiler sollten hier die Tanks im Fokus-Target halten und nur bei Bedarf auf DDDs überschwenken. Und dann heißt es nur noch, das Ganze in unter 15 Minuten runterzuspielen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben sowie ein Abo mit aktivierter Glocke da. In diesem Sinne, viel Spaß bei den Twins und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.